Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Yeah! So, im letzten Part haben wir 3 Sterne eingesackt. Hier Rückblende Galaxie, da Monster Arena Galaxie, die war cool, aber auch leicht. Und dann noch in Welt Nummer 5 dieser Sturzflug Galaxie Stern da. Da ist ein Schabernack Komet, den holen wir uns jetzt. Und da ist noch, ach ja klar, da war ja noch ein Gummiluma. Oh, was soll ich denn jetzt machen? Ich glaube, ich hole jetzt erstmal den Schabernack Komet, ist mir jetzt egal. Weil es ist ein bisschen mehr Herausforderung. Den Gummiluma haben wir gefunden. Hatten auch genügend Sterne. Ne, Münzen, meine ich. Habt ihr immer noch nicht genug? Nee. Ich muss es ja machen. Und bin allerdings weitergeflogen. Muss ja eh alles doppelt machen, hier. Okay, mal schauen, was ich jetzt hier machen muss. Eine Zeitvorgabe oder ein Kraft? Was wäre mir lieber? Irgendwie Zeitvorgabe. Ein Kraft, ne? Das war ja klar. Kaum sage ich, ich hätte das andere sagen sollen. Okay, dann müssen wir hier natürlich sehr vorsichtig vorangehen. Das kann noch ein bisschen länger dauern als der erste Stern, also hier der erste Stern im letzten Part. Denn da bin ich sehr oft getroffen worden und das war auch sehr langsam, was ich da gemacht habe. Und jetzt muss ich halt alles... Ich habe geschüttelt, aber nicht gerührt. Das war mein Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob es da auch die Fahnen geben, also Zwischenspeicher. Wo ist denn der Goomba? Ich habe Angst. Ah, da. So. Ist das ein Goomba? Der sieht so anders aus, nämlich. Ein Kraft, das waren ein paar Planeten. Jetzt weiß ich auch, warum das so leicht war eben. Weil es jetzt halt ein bisschen schwieriger ist. Oh, es war wieder knapp. Das war es wieder knapp. Beziehungsweise, das war gar nicht gut. Arsch. Komm mal her. Oh, es war wieder knapp. Ich bin erst auf dem zweiten Planet und da hängen ja schon. Die Feuerblume, mit der mache ich euch fertig. Das geht ja sehr leicht. Ha, nee! Ha, das war's. So, schnell Sternteile und dann direkt weiter, damit wir die Feuerblume hier noch behalten können. Dann sind die Gegner nämlich noch leichter zu besiegen. Achso, man kann nur eine gewisse Anzahl von... Okay, nur eine gewisse Anzahl von Feuerbällen verschießen. Da waren anscheinend schon zu viele unterwegs. Von mir herausgeschleudert. Sehe ich eine Fahne? Ich sehe eine Fahne. Das ist cool. Gott sei Dank. Weil ich hätte ehrlich gesagt keinen Bock da... alles wieder zu machen, wenn ich auf dem letzten Planeten hänge. Das war schon wieder sehr knapp. So, Goomba... Achso, keine Münze, klar. Brauche ich ja hier nicht. Naja gut, kann mir ja trotzdem einsammeln. Für Leben und so. Kommen wir dann ja... Oh, das war wieder knapp. So, da ist der erste Schlüssel. Den holen wir uns. Wir können übrigens schon zum Schloss fliegen, also Bowser schlagen. Also den epischen Endboss. Aber jetzt erstmal hier drauf konzentrieren. Und diesmal kann ich hier... Also merke ich mir, dass ich hier durchfliegen kann, dass... Habe ich ja umschwommen, die Augen und so. Oh, es war eng. Aber eng ist dehnbar. Und das war wieder sehr dehnbar sogar. Wow, okay, das geht gut. Wenn man nicht so nah dran ist, sehr schön. Jetzt nochmal rauf, oder? Ah, nee, dahin. Ja, rauf ist sehr schön. Fahne. Ich sehe da, glaube ich, hinten eine Fahne. Eine Fahne habe ich nicht. Aber man weiß es nicht. Ich glaube, viele von euch denken, dass ich immer besoffen bin. Wenn ich auch manchmal, wenn ich mir die Aufnahmen anhöre, aber egal. So. Nein. Oh, Senk. So, das war der erste. Wo sind die anderen? Da. Das war Nummer 2. Und Nummer 2. Er wollte noch wegspringen. Die sind irgendwie lustig, die Dinger. Ich wollte es sehr süß sagen, aber das klingt irgendwie ein bisschen gay. So, die waren natürlich jetzt ein bisschen stressig, aber wenn man hier die Stampfattacke macht, dann geht das. Ich wollte ja eigentlich im letzten Part draufspringen. Ich glaube, da war es zu weit weg. Nee, geht. Ah, das war schon. Krass. Ich bin noch besser als im letzten Part, aber das ist ja irgendwie klar, wenn man ja alles kennt schon. Wie nix. Schlüssel. Oh, dumm.
So. Wir sind ja eigentlich bis jetzt gut durchgekommen, also durch das ganze Let's Play. Ein paar Sterne waren ein bisschen problematisch, aber sonst ging das eigentlich recht gut. Aber wie gesagt, es kommen noch ein paar Sterne, wo ein bisschen stressig sind. Also noch stressiger als die, wo ich jetzt schon hatte. Yeah. Und dann die grünen Sterne, darauf freue ich mich sehr. Yeah, sehr schön, das war stylisch. Das wollte ich im letzten Part eigentlich auch so machen. Also die grünen Sterne, es wird cool, die wieder zu suchen. Weil da muss man nicht immer durchs ganze Level fliegen, springen, hüpfen, keine Ahnung, jumpen. Wow! Denn die sind manchmal sogar am Anfang. Und das ist natürlich ein bisschen praktisch für das Let's Play, kann man das so sagen. Weil dann geht es halt nicht immer so lange. Beziehungsweise die Parts halt. Aber es sind auch natürlich auch Grünsterne dabei, wo ich halt sehr weit jumpen muss, also bis ganz ans Ende. Und die sind auch echt schwer zu bekommen, manche. Die sind an den unmöglichsten Stellen. Das war ein Leck. Oder war das so gemacht? Achso, ich bin schon beim Stern, habe ich das gar nicht mitbekommen. Haha, cool, ich habe wieder zu viel gelabert. Ich sollte mal die Schnauze halten. Nee, keine Lust drauf. Muss ja irgendwie labern. Und was haben wir schon, den Stern? Ja, das war leicht. Ohne einmal getroffen zu werden sein. Aber auch gleich 100. Stern. Meine Fresse, ich muss langsamer reden. Okay, den holen wir uns natürlich jetzt. Also den Stern Nummer 100. Ein Schabernack-Komet in der Rückblendgalaxie. Da war doch irgendwie noch ein Schabernack-Komet aufgetaucht. Welt 1 bis 5 haben wir komplett. Also wir müssen in Welt 6 weitermachen. Und dann kommt die Spezialwelt. Darauf freue ich mich auch sehr. Ich freue mich eigentlich immer auf das ganze Spiel. Das ist sau cool. Sau cool aufgebaut, finde ich. Mit den Welten und mit den Galaxien kann man sich immer schön aussuchen. Die gehen nicht so lange, nur ein paar Sterne. Hätten sie weglassen können. Zum Beispiel dieser... Vor kurzem, wo ich ausgeflippt bin, wo ich diese Goombas, also wo ich 10.000 Punkte einsammeln musste oder erreichen musste. Beeilung, die Silberstern der Wump. Beeilung ist nicht gut. Ups, ans Mikro. Habe ich das im letzten Part gemacht? Oder war das eben? Ich weiß nicht mehr, ich spiele halt weiter. Im letzten Part. Da bin ich ja ein paar Mal unnötig rumgelaufen und da runtergesprungen. Beeilung heißt... 2 Minuten, das ist dumm. Das ist ja dumm. Ich kann jetzt nicht mit dir reden. Okay, dann müssen wir uns beeilen. Ich weiß jetzt ungefähr noch, wo die sind, weil ich, wie gesagt, weiterspiele. Allerdings kennt ihr mich. Geh mal weg. Dass ich sehr verpeilt bin und alles vergesse. Mann... Oh, muss hier schon wieder warten. Das war dumm. Schon wieder? Oho. Okay. Da direkt drauf. Nee, ich muss da weiter. Oder? War das so? Ich sehe nichts. Ja, das... Oh, das war aber knapp. Fast ins Ausgesprungen. Ich weiß nicht, ob das geht von der Zeit. Mit dem scheiß Silberstern da. Wo geht's jetzt lang? Nochmal. Ich muss da weiter. Da oben war nichts. Nur Münzen. Nein, dumm. Ah, fuck. Das war dumm. Komm ich da hoch? Ey, ich komm da sogar hoch. War das so klug, die letzte Wolke zu verschwenden? Nein. Bleib stehen. Oh, meine Fresse. Aber ich habe keine Wolke mehr. Fuck. Hätte man viel besser machen müssen, besser gesagt. Ne, besser gesagt, ich habe vorher nichts gesagt. Das war dumm, ich wäre raufgekommen. Komme ich da irgendwie hoch? Ich weiß nicht. Da wollte ich das mit dem epischen Wandsprung mal rennen und was mache ich? Ich spring voll ins Aus. Fail. Egal, das war sowieso von der Zeit her Kacke. Weil ich da unnötig rumlaufen musste. Ich weiß nicht, ob das so strategisch gut war. Zuerst den da holen. Also. Boah. So, jetzt ohne, ja, genau, okay. Mann, geh hoch. Oder soll ich erst da lang? Ich weiß es nicht. Aber das sieht so verlockend aus, da direkt hinzuspringen. Das haben die doch mit Sicherheit extra so gemacht. Ich weiß nicht, das ist... Eigentlich ist es von Vorteil, wenn ich die andere Richtung gehe. Weil jetzt muss ich hochspringen, wenn ich auf... Nein, Gumpa! Ich mach das jetzt anders. Ich gehe zuerst hoch. Ups.
Dann bin ich nämlich direkt oben an den Wolken und dann lasse ich mich runterfallen. Und dann haben wir es nämlich. Nee. Dann haben wir es nämlich. Hat. Ist so wirklich der Satz beendet? Ich weiß nicht. Oh, ich komme immer zum ungünstigsten Zeitpunkt. Das war dumm. Das war noch dümmer. Alter! Meine Fresse. Meine Fresse. Schon wieder viel zu viel Zeit. Und da schon wieder. Oh, es läuft nicht gerade gut. Es läuft nicht gerade gut. Ich weiß nicht. Ob. Oh, sein. Wo geht's lang? Hm, war das so klug? Ich weiß es nicht. Habe ich das eben schon gesagt? Ich mache das sehr langsam übrigens. Fällt mir gerade auf. Oh. Ich hab. Nee. Fuck. 2 Minuten. Ich denke, ich habe so großen Zeitdruck. Ich bin bei Game Over. Ich weiß einfach nicht, wo lang ich gehen soll. Und dann gehe ich das halt nicht konsequent genug an. Und deshalb baue ich hier so eine große Scheiße. Geh da direkt runter. Yes, das war gut. So, kurz warten. So. Ich gehe nochmal da lang. Verschwendet. Das sieht mir zu verlockend aus. Jetzt geschafft. Meine Fresse. Mein. Hallo. Da muss ich da. Alter. Hat wieder sowas an Zeit gekostet. So, jetzt da lang. Da lang. Auf den Goomba acht geben. So. Auf die Kisten am besten. So. So, jetzt komme ich darauf. Sehr schön, das geht doch. Nein! Was mache ich denn? Ey, das ist zum Kotzen, Leute. Jetzt mache ich die scheiß verkackte Stampfattacke. Wollte ich gar nicht. Wenn man zu schnell machen will, kommt so eine Scheiße dabei raus. Ich kann hier wieder alles kaputt machen. Aber wieder sehr lahm. Geh runter. So, nur einmal, sehr schön. Komm, der Weg war aber gut. Ich bin ja direkt rangekommen. Alter, ich will das zu schnell angehen. Ich kann irgendwie heute nicht spielen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Leute, es ist dumm. Was soll ich dazu noch sagen? Ich bin heute sehr ungenau und sehr, sehr, wie heißt das Wort? Unkonzentriert. Seht ihr? 1 Minute 13. Hab ja eigentlich schon. 3. So, jetzt vorsichtig. So. So, und jetzt schnell zurück. Okay. Jetzt aber. Noch einer, oder? Ey, wo sind meine. Ah, da. Die sind so lahm. Okay, das geht von der Zeit. Das ist. Komme ich halt direkt vorbei? Ja. Die muss ich gar nicht abgeben. So, das geht. Ich bin so dumm, das hätte ich direkt schaffen können, egal welchen Weg ich gegangen wäre. Das ist so einfach gewesen. 1 Minute 19, hallo? Und ich mache mir hier so großen Zeitdruck. Und das ist so ein Kindergartenstern. Ich dachte, das wäre so eng von der Zeit. Das wollte ich da schön mit der Stampfattacke rein. Egal, sorry Leute. Das war wieder sehr dumm von mir. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch Zeit für den nächsten Stern. Bin ich am überlegen, was ich da. Oh, das war Stern Nummer 100. Der war sehr beschissen gemacht, aber egal. Ja, EP ist 100. Zack, da sind sie. Galaxie komplett wunderschön. Ein Leben. Okay, wir schauen einfach mal danach. Was hast du denn? Keine Ahnung. Ich möchte jetzt nicht mit dir reden. Die haben wir fertig. Ach so, da waren wir aber eben drin. Zu langweilig jetzt. Wie viel haben wir? Da. Scheiße. Mist, sorry. Die haben wir fertig. Bank will ich jetzt nicht. Doch, ich gehe kurz zur Bank. Wie viel brauche ich? 1800. Weil ich weiß nicht, wo der Stern in der Schmelztiegelgalaxie ist. Das wird mir zu lang dauern zu suchen. Ich gucke. Ah, da ist die Bank. Ich hole mir hier ein paar Sternteile. Oh, das Lager, genau. 400 brauche ich ungefähr. Ja, komm. Warum habe ich überhaupt so viel Sternteile in der Bank oder im Lager? Da weiß ich eigentlich ehrlich gesagt nicht.
Wer hätte mir die denn gegeben? Ich habe noch nie welche eingelagert und trotzdem habe ich so viele. Ja, noch ein paar. Okay. So, damit wir ein paar schießen können. Schießen, yeah. So, ganz schnell da rein. Wir kaufen uns den diesen Planet, also beim Gumiluma. 1800 haben wir an Bord nehmen. Dann holen wir nämlich da den Stern. Weil ich möchte jetzt nicht da in der Schmetterlinge-Galaxie, wie gesagt, suchen und in der Monster-Arena möchte ich auch jetzt nicht wieder rein. Weil haben wir eben schon gemacht, einen Stern. Das wäre ein bisschen zu lahm, weil der auch sehr lang, sehr lahm ist. Haben wir im letzten Part gesehen. Eben war es ein bisschen anspruchsvoller mit einem Kraft. Aber egal, so mal schauen, was der denn für eine. Ah ne, der wird eine Galaxie, sagt. Ja. Natürlich, wenn wir ihn hier kaufen, wird er eine Galaxie. Wenn wir ihn im Level, also in einer Galaxie kaufen, wird er zu einem Planeten. Bin ich mal gespannt. Oh, die war ganz cool, aber auch ein bisschen heftig. Funzelblitzgalaxie. Die war geil gemacht. Oder? Ah ja, genau, das war mit dem Licht. Das macht so ein geiles Geräusch. Blub, glaube ich. Blub. Irrgarten im Funzellicht. Erster Stern wird wahrscheinlich nicht so schwer sein. Ja, genau, da war der Ton. Ich habe jetzt kurz gewartet. Blub, so wie... Blub, ich kann den Ton nicht nachmachen. So wie halt, so eine Kamera, keine Ahnung. Ein altes Ding oder keine Ahnung. Hey. Wow, da war ein Ding. Ja, das kann nervig sein, wenn man den Weg nicht weiß. Okay, Yoshi. Ich glaube, die ist aber gar nicht so groß. Da muss ich dann nur den Weg da hoch. Mit Yoshi. Ey, hallo? Was zum? Was war das denn? Habe ich jetzt nicht gesehen. So, erstmal da. Lang. Okay, da geht's hoch. Das ist gleich vorbei schon. Wenn ich mich jetzt hier nicht zu dämlich anstelle. Und zwar so. Yoshi, bleib mal da. Alter, Yoshi, du Drecks! Das meine ich mit dumm anstellen. Geh mal weg. Nein! So. Nö. Wollte eigentlich den Stern haben. Die Münze haben. Wo ist denn Yoshi? Jetzt muss ich echt den ganzen Weg wieder. Es ist doch zu kotzen. Das wäre so schnell fertig gewesen. Oh, die Münze brauchen wir. Toll, jetzt ist da ein Goomba. Aber egal. So, es geht auch so. Okay, jetzt hier erst stehen bleiben. Okay, erstmal. Ja, genau. So. Nein! Du dreckiger Goomba. Ey, der ist noch da! Yoshi, na! Wollt ihr mich verarschen? Habt ihr doch extra gemacht, oder? Komm ich da hin? Nein! Aber so komme ich da hin. So, Moment. Das kostet ein bisschen Zeit. Yes! Aber den wollte ich haben. Oh, lass mich runterfallen. So, nochmal. Wie haben wir denn 18 Minuten? Ja, das ist zu verkraften, da der Stern hier nicht so lange geht. Also eigentlich nicht so lange gehen sollte. Aber die Goomba-Nerven sind echt haarig und nervig. So. Wo geht's jetzt lang? Ich glaube, da muss ich da runter. Ne, ich muss da weiter. Wow. Da ah, okay, da kommt der Yoshi hin. Sehr schön. Muss ich nicht immer ganz runter. Okay. Shit, wo geht's lang? Ah, da lang. Ach so, es geht noch weiter. Shit, die Kometmünze war doch bestimmt hier, oder? Moment, das möchte ich jetzt wissen. Da, ah, da ist sie. Geil. Aber da ist Feuer, muss ich aufpassen. Feuer ist böse. Feuer macht Yoshi Aua. Nein, nein, nicht runter. Boah, das ist nervig. Das ist nervig, aber cool. Ich widersprich mich so oft in meinen Aussagen. Oh! Goomba, geh weg. Aber ich möchte halt, wie gesagt, die Kometmünze. Ah, da wäre ich rübergekommen, oder? So, jetzt aber. Jetzt. Nein, dumm! Nicht runterfallen. Da komme ich. Wie komme ich da hin? Mit einem Wandsprung. Yes! Egal, wir haben
immerhin die Commitmünze. Gott sei Dank habe ich nachgeschaut. Und jetzt, wie komme ich nochmal zu Yoshi? Wo ist er denn? Der ist doch da oben, oder? Da komme ich auch so lang. Ah, da ist er. Krass. Krasser Scheiß. Okay. Kein Ding. Yes. Was habe ich eben gesagt? Die ist so schnell vorbei. Aber es geht ja noch weiter anscheinend. Wie es aussieht. So. Mal schauen. Jo, die geht noch weiter. Haha, fuck. Das war ein Fail von mir. Egal. Aber da eben hinten müsste es fertig sein. Ach, jetzt ist nochmal sowas. Oh, Silberstern, okay. Ich verstehe. Da muss ich eigentlich nur vorsichtig sein. Und das war eigentlich nicht so vorsichtig. Vorsichtig. Da kann ich stehen. Habe ich einen vergessen? Weiß nicht. Oh, mach Licht an. Fuck, jetzt weiß ich nicht, ob ich da was vergessen habe. Nee, anscheinend nicht. Licht, Licht, Licht. Da bin ich richtig. Wow, wow. Da müsste ich stehen können, okay. Was haben wir hier? Ah, okay, Sternteil wie immer. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich einen vergessen habe. Nee, das sind noch drei. Sehr schön. Oh, oh, oh. Wow, geil. Ja, das ist leicht. Sehr schön. Jetzt nur noch dahin fliegen zum Stern. Oder hin. Ja, fliegen. Strampeln. Oder jumpen, keine Ahnung. Moment, Moment. Licht an, Licht an. Licht an. Licht an, du. Nee, oder? War dann ein Zwischenpunkt. Nee, oder? Das war dumm. Warum springe ich auch? Ich Idiot. Ich dachte, das Licht bleibt irgendwie aus, habe ich das Gefühl gehabt. Boah, stelle ich mich hier wieder an. So, da lang, jetzt welcher Ufer, wo man lang muss. Das wird knapp, aber gerade noch so. Das wird wieder knapp, wie den Kanada. Okay. Ja, das ist total einfach. Aber die Dinger nerven auch. Komm, das haben wir gesehen, mach hin. Mach hin, guter Mario. Ja, wir wissen, wo der Stern ist. Ey, wo ist Yoshi? Okay, da lang. Jetzt warte ich kurz. Wow. Oh, das ist ja so epic fail gewesen. Hallo, geht doch. Meine Fresse. Es war wieder so ein... Es war cool, aber dumm. Dumm von mir. Okay. Hat jetzt halt wieder ein bisschen länger gedauert als geplant, aber egal. Aber wir kommen dem Schloss immer näher. Also wir könnten eigentlich schon hinfliegen, aber ich hole erst die alle anderen Sterne, wo gehen, bis wir zum Schloss fliegen. Weil es eigentlich so der epische Endboss ist. Aber eben Bowser müssen wir ja sowieso mehrfach besiegen. Ah, da müssen wir auch noch hin, okay. Okay, da sehen wir dann alles im nächsten Part. Ich muss hier aufhören, ich kann nicht mehr kommentieren. Okay, also das war's dann für den Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.